Und weiter geht's. Willkommen zurück zu Let's Play Pharao A New Era. Ich bin super glücklich, dass wir jetzt schon so weit gekommen sind. Uhu. Wir haben schon 4 oder 5 Missionen hinter uns gebracht und jetzt kommt Timna. Auf geht's. Was soll ich anderes sagen? 2000 Leute sollen wir zusammenkriegen. Das werden wir wohl schaffen. Außerdem eine Wohlstandswertung von 15 erreichen und eine Königreichwertung von 70. Das heißt, wir müssen natürlich auch dem Königreich immer wieder ein bisschen was zukommen lassen. Juhu. Es kann nur gut werden. Bin gespannt. Erzähl mal, was haben wir zu tun? Mit Den hat ein neuer Pharao den ägyptischen Thron bestiegen. Der Pharao ist äußerst besorgt. Feinde bedrohen zunehmend unsere Grenzen und unserem Staat mangelt es an wertvollem Kupfer, das wir zur Herstellung der Waffen für unsere Truppen benötigen. Pharao Den hat eine Bergbauexpedition in die erbarmungslose Wüste Sinai angeordnet. Ein Land jenseits unserer Grenzen und tief im Gebiet der Beduinen. In der Gegend, die unter dem Namen Timna bekannt ist, gibt es große Gold- und Kupfererzvorkommen sowie wertvolle Türkise. Ansonsten jedoch liegt das Land völlig brach. Unter durch und durch lebensfeindlichen Bedingungen werden sie für diesen Vorposten der Zivilisation viele Dinge, möglicherweise sogar zusätzliche Nahrungsmittel, aus Ägypten importieren müssen. Der Pharao wird häufig Lieferungen aus dem Sinai verlangen. Sie werden ihm Geld, Kupfer, Edelsteine und Waffen liefern müssen. Etwaige Überschüsse dieser Waren können sie dazu verwenden, die Expedition zu unterstützen. Seien sie stets auf der Hut, wenn die Beduinen der Wüste Sinai sind gefährliche Gegner und werden nicht tatenlos zusehen, wenn Fremde ihr Land besetzen und nicht einmal vor ihren Bodenschätzen Halt machen. Um die Last zu lindern, die solche Lebensbedingungen der Bevölkerung der Stadt auferlegen, sollten sie einen Pavillon an einer belebten Kreuzung errichten. Die Bürger können sich dann bei Musik und Jongleurdarbietungen entspannen. Wenn sie zusätzlich auch noch eine Tanzschule einrichten, wird diese neue Art der Zerstreuung für hervorragende Unterhaltung sorgen. Gut. Das heißt, ja, wir brauchen jetzt mehr Arbeitskräfte für Kupferminen, für Goldminen und natürlich auch noch, wenn ich das richtig sehe, für Türkise, also Edelsteine. Und was sehr interessant ist, ist, dass hier gleich gesagt wird, weil der Sprecher hat ja gesagt, dass wir zusätzliche Nahrungsmittel aus Ägypten importieren müssen. Und Leinen steht jetzt hier im Text auch mit drin. Das heißt, auch Leinen müssen tatsächlich importiert werden, um beispielsweise Einbalsamierungen stattfinden zu lassen. Gut, Truppen rekrutieren und Soldaten ausrüsten. Es gibt also ein Lagerhaus. Von diesem Lagerhaus aus, wo Kupfer eingelagert wird, bringen die das Ganze zur Waffenwerkstatt. Und die Waffenwerkstatt versorgt dann natürlich die Kaserne damit, mit den wertvollen Waffen. Und im Anschluss geht es dann rüber zum großen Truppentrainingsplatz, wo dann die Leute auch trainiert werden. Beziehungsweise es ist wie ein Fort, dass die Leute sich dort versammeln können. Gut, auf geht's. Oh je, erstmal die Karte angucken. Das ist sowieso immer wichtig. Wir haben Straußen. Sehr interessant, vielleicht dürfen wir die sogar jagen. Wir haben einen großen Weg, der einmal von West nach Ost führt. Türkise sehe ich jetzt hier nicht, aber definitiv Gold. Das ist schon mal gut. Gold ist vorhanden. Gold ist auch hier. Aber wo soll denn jetzt Kupfer sein? Das ist doch auch alles Gold. Wenn ich das richtig sehe. Es ist gelb. Es ist nicht rot. Kupfer war immer rot. Gegebenenfalls werden solche Goldvorkommen auch als Kupfervorkommen gewertet. Das kann natürlich sein. Wenn man nicht möchte, dass man Gold abbaut, dann wird halt die Goldmine gesperrt. Ich gucke mal ganz kurz in die allgemeinen Produktionsstätten. Da gibt es Edelsteinmine, Goldmine und Kupfermine. Edelsteine, doch, die gab es damals auch schon, ja. Werden wir wahrscheinlich extra lagern müssen. Wir müssen ja Schmuck irgendwann produzieren. Und interessant ist auch, dass wir hier gar nicht so schnell rankommen an dieses große Vorkommen. Wir müssten dann im Prinzip die Königreichstraße einmal rüberziehen. Das heißt, wir werden hier beginnen, versuchen uns mit Essen aus Fleisch dann auch am Leben zu erhalten. Nahrungsmittel müssen importiert werden. Das heißt, wir werden auch dafür sorgen, dass wir relativ fix das Gold abbauen, um schnell Geld zu haben, damit die ganzen Waren auch wirklich importiert werden können. Und hier kommen wir auch nicht ran, weil hier keine Straße durch dieses Sandgebiet gebaut werden kann. Das heißt, wir müssten dann einmal komplett runterziehen. Das ist schon very tricky und sehr kompliziert. Ich werde mein Bestes geben, das irgendwie hinzukriegen, auch wenn ich tatsächlich eher hier
mich ausbreiten würde, aber es geht nicht. Wir haben keine Möglichkeit, den Leuten hier irgendwas zu bieten. Also zumindest nicht an Wasser und so weiter und so fort. Starten wir, indem wir jetzt einfach mal eine Straße hier vorne mit hinziehen. So. Wir werden eine Zisterne benötigen. Da kommen wir nicht drum herum. Das heißt, hier kommen jetzt erstmal Leute mit hin. Dankeschön. So wie ich es früher schon immer gemacht habe. Ich liebe es. Badabababa und so. Kennt ihr ja. Dann können wir die Tempel auch in die Mitte platzieren. Das ist okay, wenn wir das so machen. Ja. Wir werden nachher sowieso zu viele Leute haben. Also insofern ist das schon völlig in Ordnung. Vier so. Achso, hier habe ich 5 gebaut. Warum habe ich denn immer 5 gebaut? Na gut, dann machen wir 5, ist nicht schlimm. Können sie sich eben nicht ganz so groß entwickeln, das ist aber trotzdem in Ordnung. Und dann können wir alles andere drumherum bauen, das ist schon okay. Wie sieht's aus mit Ton? Können wir selber Ton abbauen? Nein, doch, können wir. Tongrube ist ganz oben, die ist extra. Dann gibt es die Töpferei und die Brauerei, das heißt auch Gerste müssen wir importieren, um dann natürlich Bier brauen zu können. Und das wird sehr interessant. Hier lernt man schon die grundlegenden Dinge des Handels. Das ist schon cool. Dann bauen wir das Wichtigste erstmal auf, dass wir Leute kriegen. Entschuldigung. Ja, ja, Arbeitskräfte benötigt, das ist mir schon klar. Und wir brauchen die Sperren, dass hier keine Leute rein und raus gehen. Das ist okay. Wir werden dann hier später einen Pavillon mit hinbauen. Es gibt mittlerweile auch einen Riesenpavillon. Da können wir dann dementsprechend auch die Tanzschule mit anklemmen, sodass dann auch wirklich noch eine bessere Unterhaltung stattfindet. Und das werden wir auch nutzen, aber erst wenn es soweit ist, jetzt nicht. Ein Silo, ja. Pff, ich muss erst mal gucken, was haben wir denn an Nahrungsmitteln? Nur den Jagdhof. Das war zu erwarten. Aber es gibt auch nicht viele Straußen, wenn man das so sieht. Das ist schon echt mickrig. Verdammt. Machen wir das am besten. Ja, doch. Dann machen wir das so. Können hier auch Silos und so weiter mit hinstellen. Das ist völlig in Ordnung. Und gegebenenfalls hier dann auch noch Ton abbauen. Sodass die dann wirklich einmal im Kreis laufen und alles ist gut. Ja, das geht. So, dann bitte den Jagdhof. Den stelle ich mal hier unten mit ran. 2 Stück, zumindest fürs Erste. Das Silo können wir auch schon mal errichten. Dann lassen wir die Zeit laufen, sodass die ersten Leute erstmal reinkommen. Hier kommt jetzt eine Sperre mit hin. Tongruben machen wir gleich. Jetzt muss ich erstmal gucken, was wir sonst noch alles Schönes haben. Und dann versuche ich irgendwie an das Gebiet hier hinten ranzukommen, um so schnell wie möglich alles andere dann auch noch in unseren Einflussbereich mit reinzubringen. Wir werden auch hier weitere Leute mit hinstellen. Die werden ebenfalls noch einigermaßen versorgt, aber im Groben und Ganzen kriegen die nur Ziehbrunnen. Jetzt muss ich die bloß einmal finden. Ziehbrunnen da. Geht nicht. Gut, dann hat sich das erledigt. Obwohl, die Straße hätte ich lassen können, ne? Rückgängig. Straße lassen wir mal. Denn da können die ja die Waren so hintransportieren. Dann können wir hier Lagerhäuser und sowas haben. Und wir kümmern uns hier unten darum. Das ist überhaupt die Idee. Das machen wir. So ist das, glaube ich, ganz gut. Dann setzen wir hier nämlich weitere Leute mit hin. Und da kann hier sogar ein Zisternenläufer noch durch die Gegend gehen. Guck mal, das ist gut. Jo, perfekt. Auch gleich noch eine Feuerwache. Architektenposten und Polizeibüro. Ihr kriegt später auch irgendwann mal einen Markt. Aber jetzt nicht. Muss jetzt erstmal für Essen sorgen. Gut, dann können wir hier oben auch gleich das Gold und so weiter abbauen und können später dann dafür sorgen, dass wir auch hintenrum noch ein bisschen was abbauen können.
Palast müssen wir auch später errichten. Das hat jetzt hier keinen Wert. Den können wir auch hier mit hinstellen, denn hier ist wenigstens noch einigermaßen grün. Das muss ja im Grünen stehen. Wobei der natürlich extrem hübsch ist. An Religion haben wir nur Seth. Seth ist der Kriegsgott, beziehungsweise der Gott der Toten, soweit ich das in Erinnerung habe. Und der ist der einzige, den wir errichten dürfen. Das heißt, er wird einen Schutzschirm über unsere Stadt ausbreiten, sodass wir die Möglichkeit haben, uns damit dann einigermaßen zu schützen. Gucken wir erstmal auf die Weltkarte. Wer will mit uns Handel treiben? Tinis möchte Kupfer haben. Nupt möchte nichts, verkauft aber Wildfleisch. Nechen möchte Papyrus haben. Papyrus haben wir nicht, glaube ich nicht. Das heißt, im Prinzip können wir im Moment nur Kupfer verkaufen. Das heißt, wir brauchen als erstes Kupferminen, um zumindest den Handel schon mal starten zu können. Hier kommt jetzt eine Sperre hin, dass die dann hier hinlaufen. Das ist okay. Kupfer, 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 Kupfer. Kupfermine. Ja, passt überall dort mit hin. Genau, lauft mal los. Holt euch alles, was ihr braucht. Hier wird überall aufgepasst. Die kriegen jetzt auch endlich mal ihre Arbeitskräfte. Wie sieht's aus mit der Arbeit? Oh, 69% sind noch arbeitslos. Alles gut. Okay, dann können wir hier jetzt mit der Tonfabrik schon mal beginnen. Ey, es gibt wirklich nicht viel, was wir machen können, ne? Das ist schon echt tricky. Ich hoffe, die laufen soweit. Dann brauchen wir auch gleich schon mal die Töpfe rein. Sowie ein weiteres Warenlager. Dass sich bitte nur um Geschirr kümmert, Töpferwaren annehmen. Ah, das erste Fleisch ist da. Dann kann ich jetzt schon mal den Bazar bauen. So, viel Spaß. Ihr werdet dann gut versorgt. Ihr werdet später versorgt, nicht jetzt. Jetzt muss ich erstmal genügend Essen rankriegen. Das heißt, wir müssen ja später auch importieren. Und wir brauchen noch ein weiteres Warenlager. Eine Seuche. Bäh. Wir sollen 500 Kupfer liefern. Jo, ist okay. Kriegen wir gleich hin. Nichts annehmen, nur Kupfer. So, Kupfer steht. Kupfer können wir jetzt jede Menge abbauen. Und da kommt dann auch jede Menge zustande, dadurch, dass wir drei Minen haben, die dafür arbeiten. Oder daran arbeiten. Und wir müssen auch schon mal für Geld sorgen. Das heißt, ich werde jetzt hier noch eine Goldmine errichten. Gerne auch zwei. Wisst ihr was? Das Teil hier reiße ich mal ab, sonst laufen wir den ganzen Tag nur im Kreis. Ja, so wie er hier. Läuft ja wieder super. Okay, Essen wird jetzt verteilt. Da ist eine Seuche ausgebrochen. Das heißt, ich brauche jetzt unbedingt die Arztpraxis. Und meinetwegen noch eine Apotheke. Ich weiß nicht, was die bringt, aber die ist jetzt auf jeden Fall schon mal gebaut. Und dann können wir auch gleich noch dafür sorgen, dass für Seth... Seed, Seth, keine Ahnung, wie man den am besten ausspricht, das werdet ihr am besten wissen, einen Schrein errichtet, sodass wir dann auch da nochmal ein bisschen mehr Liebe an ihn ranbringen. Wir können uns auch schon mal um die ganzen anderen Dinge kümmern, die wichtig sind, wie den Pavillon. Das bedeutet, wir brauchen eine Jongleurschule. Jonglier, Jongleur, keine Ahnung, ist auch egal. Ein Konservatorium und eine Tanzschule. Teuer. Okay, ja. So, das haben wir geliefert. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir den Pavillon aufbauen müssen. Ich muss mir mal anschauen. Der ist relativ groß. Steht aber trotzdem am Ende einer Straße. Das heißt, wenn ich hier... das Ganze so baue, die Sperre abreiße, müsste dort eigentlich der große Pavillon hinpassen. Jo, tut er. Eine kleine Segnung von Seth. Um ihren Gehorsam ihm gegenüber zu belohnen, verspricht Seth, all ihre Soldaten zu beschützen, die in fremden Ländern kämpfen.
Ja gut, das ist wirklich nur eine kleine Segnung, denn in fremden Ländern sind wir nicht unterwegs. Gut, das erste Essen ist da, die Leute sind schon mal einigermaßen versorgt. Das erste Geschirr kommt, das heißt auch da können die Marktfrauen sich schon mal mit eindecken. Wir haben jede Menge Unterhaltung, die jetzt hier stattfindet. Das läuft auch. Und wie sieht es aus mit der Arbeit? Nur noch 7% sind arbeitslos. Das heißt, was sagt der Hauptaufseher? Aufseher des Handels, Wertungen, Hauptaufseher. Die Leute sind mit ihnen äußerst zufrieden. Ja, wir können es halt. Und hier drüben wird weiter gearbeitet und jetzt können wir schon mal die Route nach Tunis eröffnen. Für 800, das ist teuer. Habe ich keine 800 mehr oder was? Oh nein, habe ich nicht. Verdammt, da muss ich jetzt schnell den Palast bauen. Königreich Wertung steigt. Schön. Dorf Palast. Kein Geld mehr. So, jetzt haben wir wieder Geld. Und dann Tunis. Eröffnen. Bestätigen. Schließen. Dann müssen wir den Aufseher des Handels aufsuchen und dort Kupfer exportieren. Über alles, was über 800 ist, dass wir zumindest auf jeden Fall ein bisschen Kupfer haben, das aufbereitet und gelagert wird, um doch nochmal irgendwelche Wünsche und Forderungen zu erfüllen. Und jetzt kriegen wir wenigstens durch das Gold die Möglichkeit, das ein oder andere hier noch zu verbessern. Ihr kriegt bald einen Marktplatz, keine Sorge, ihr werdet auch nicht unbedingt hinten überfallen. Das ist schon in Ordnung. Hier fehlen noch Nahrungsmittel, aber Nahrungsmittel haben wir. Die Marktfrau muss bloß erstmal ganz viele Nahrungsmittel holen. Das ist das größte Problem im Moment. Und ja, wir werden auch Nahrungsmittel kaufen. Das soll nicht unbedingt das Problem sein. Kriegen wir auch hin. Dauert nur eine ganze Weile, bis wir dazu kommen, weil wir jetzt erstmal genügend Geld machen müssen, um dann auch den Einkauf zu finanzieren. Bin erstmal froh, dass wir jetzt Gold kriegen. Das ist schon gut. Und jetzt kommt auch Kupfer so langsam mit ran, dass wir dann in Massen verkaufen können. 4.000 pro Jahr. Das bedeutet, ja, ein ganzes Lagerhaus geht raus. Und wir müssen Kupfer auch selber verwenden, um das ein oder andere noch zu bauen. Das heißt, die Waffenschmiede stellt Waffen jetzt aus Kupfer her. Stellen wir schon mal hier oben mit hin. Ach so, oh, da fällt mir was ein. Feuerwache. Architektenposten. Es wäre schön, wenn ihr dort oben nicht abfackelt. Sonst habe ich ein Problem. Jetzt aber eine Waffenschmiede. So, und dann sagen wir, Waffen kannst du auch ruhig annehmen. Aber nur zu einem Viertel. Und Kupfer machst du zu drei Viertel voll. So. Das passt. Da kommt der Händler, der wird das erste Mal Kupfer kaufen. Nebenbei kriegen wir immer mal wieder ein bisschen Gold, um zumindest die ein oder anderen Sachen dann auch schon mal drin zu haben. Steuereintreiber wäre hier schon ganz praktisch, der nebenbei ein bisschen Geld noch mit reinbringt. Hier fehlt es an Attraktivität. Nö, da baue ich einfach selbst noch einen Tempel mit hin und dann ist gut. Ich weiß, Tempel sind teuer. Aber den hat er sich verdient. Er beschützt unsere Stadt immerhin. So, die Attraktivität geht hoch. Die Gebäude wachsen. Alles ist gut. Die brauchen jetzt als nächstes Töpferwaren und noch mehr Attraktivität. Noch mehr Attraktivität. Noch mehr Attraktivität. Okay. Früher bei Caesar 3 haben sich die Gärten verbunden. Ist das jetzt immer noch so? Ja, perfekt. So, und schon sind sie noch größer, wollen jetzt schon Bier haben. Aber Bier können wir noch nicht produzieren. Ich bin erstmal froh, dass wir so groß geworden sind. Wir sind jetzt noch bei 10% Arbeitslosigkeit. Das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Seth sieht mit Wohlwollen, dass ihm Ehrfurcht und Gehorsam entgegengebracht werden und wird den nächsten Feind niederstrecken, der es wagt, ihre Stadt zu überfallen. Ja, Schutzschild ist aktiviert. Sehr schön. Gut. Wir produzieren genügend Kupfer, um jetzt endlich auch das Kupfer so langsam in die weite Welt zu bringen. Und ich hoffe natürlich, dass sich irgendwann weitere Handelsrouten ergeben und wir auch Waffen liefern dürfen. Denn dann würden wir nochmal einen ordentlichen Schwung an Geld dazu bekommen. Waffen sind weitaus mehr wert. Muss man gerade gucken, ob man das irgendwo sieht. Aufseher des Handels. Hier, Import, Export, genau. Kupfer ist gerade mal für den Export 185 Deben wert. Und Waffen... Da unten. 275, also verarbeitet noch mal ein bisschen mehr. Ist trotzdem nicht so viel.
Wisst ihr was? Ich baue jetzt hier nochmal eine Straße hoch. Und dann stellen wir noch ein paar Goldminen hin. Dann können die sich die Arbeitskräfte auch hier holen. Das ist in Ordnung. So, und dann werden wir hier unsere erste Edelsteinmine errichten. Dann steht die schon mal und dann haben wir weniger Probleme. Ihr macht Edelsteine, sonst nichts. Und da haben wir die Edelsteinmine. Genau, perfekt. Muss ziemlich weit in der Ecke stehen, das ist natürlich doof. Dann baue ich nochmal eine Straße mit ran. So, dann können die immer im Kreis laufen und sich die Leute holen. Das ist super. Dann bauen wir als nächstes noch den Marktplatz hier mit hin nachher, sodass die auch Essen bekommen. Ihr habt bloß keine Attraktivität, der Rest ist soweit in Ordnung. Fleisch ist noch da. Dann bauen wir mal einen Bazar. Und eine Arztpraxis hier hinten wäre auch schon schön. Ja, er kriegt erstmal eine Arztpraxis und dann den Bazar. So, die Gute muss weit laufen, um das Essen zu holen. Ich hoffe, das macht sie auch. Ich habe schon erlebt, dass die dann gar nicht erst losgelaufen sind, weil es zu weit weg war. Doppelter Schild. Ja. So, lauf los. Ja, da läuft sie los. Versucht jetzt zum Silo zu gelangen. Ist natürlich ein relativ weiter Weg, aber die muss ja auch nicht so häufig laufen. Die Leute müssen ja nur was zu essen haben. So, dann... Übrigens gab es früher, ich weiß nicht, ob bei Caesar 3 oder auch bei dem alten Pharao, immer zwei Marktfrauen, die durch die Gegend gelaufen sind. Die eine hat sich mehr um Nahrungsmittel gekümmert, die andere um andere Waren, wie Bier, wie Getreide und so weiter und so fort. Das ist hier nicht der Fall. Ist auch nochmal interessant für mich zu sehen, dass sich das geändert hat. Feuer in der Stadt. Wo? Ach Gott, hier unten. Ja, nicht das Silo. Bitte nicht das Silo. Fackelt alles ab, aber nicht das Silo. Die beiden Jagdhöfe sind schon mal weg. Verdammt. Keine Brandgefahr mehr. Sehr schön. Oh, das ist schlecht. Das wird uns jetzt sehr viel kosten. Ja, da muss ich jetzt erstmal dafür sorgen, dass die Leute durch den Handel noch ein bisschen was zu essen kriegen. Zwei Jagdhöfe kommen wir damit hin. Gerne noch ein dritter. Ach, guck mal, das sind doch zwei Marktfrauen. Eine, die Geschirr holt und eine, die das Essen holt. Sehr gut. Der Arzt ist auch unterwegs, kümmert sich darum, dass hier keine Seuche ausbricht. Wir kriegen jetzt nach und nach Waffen, Edelsteine und Kupfer. Das läuft also auch. Wir verkaufen auch Kupfer, dadurch haben wir jetzt schon unsere 4000. Das ist super und dann können wir jetzt nämlich so langsam auch Essen einkaufen. Das ist perfekt. Bei wem kann ich Essen kaufen? Ihr verkauft Kichererbsen, Bier und Töpferwaren. Nupt verkauft uns Wildfleisch. Das ist interessant. Aber mehr auch nicht. Nächen hat zwar Leinen und so weiter und so fort, die muss ich auch importieren. Aber im Groben und Ganzen werden wir wahrscheinlich erstmal bei den Kichererbsen bleiben. 1500 allerdings nur, deswegen ist Wildfleisch besser. Für 850 können wir die Handelsroute eröffnen, das machen wir einfach mal. Und dann werden wir dem Aufseher sagen, und da muss ich gleich gucken, früher war es so, dass die das nur in die Lagerhäuser gebracht haben und die mussten das dann ins Silo bringen. Ob der Händler in diesem Fall das Ganze gleich ins Silo bringt, das dürfte interessant werden. Aufseher des Handels. Wildfleisch da. Für den Import, genau, verfügbar. Importieren bis zu. 3000, das ist okay. So, Kupfer 1500, exportieren über 800, ist auch alles in Ordnung, das steht schon. Und der Rest ist soweit gut. Wir können vieles importieren, selten etwas exportieren, das missfällt mir natürlich sehr. Wir sollten uns jetzt auch so langsam um Militär kümmern. Einen Drillplatz können wir bauen. Dort werden Leute ausgebildet. Ihr wollt, glaube ich, Religion haben, um weiter zu wachsen, das könnt ihr später haben. Aber jetzt muss ich erstmal dafür sorgen, dass wir die Leute drillen können. Ja, er läuft oben rum. Ist in Ordnung.
Du wirst schon irgendwann merken, dass ein anderer Weg besser gewesen wäre. Genau, da lang. Ich hoffe, er läuft noch so weit, dass er hier die Arbeitskräfte kriegt. Die gehen eigentlich auch einen relativ weiten Weg. Das müsste trotzdem klappen. Jo, und der Drillplatz steht. Er hat auch schon Waffen bekommen. 2 Einheiten Waffen sind drin. Wir haben bisher noch keine Wagen. Das ist aber auch nicht schlimm. Die brauchen wir im Moment nicht. Und jetzt können wir sagen, hey, wir wollen ein Fort für Bogenschützen oder ein Fort für Infanterie. Die Infanterie ist sehr kräftig, sehr stark. Aber auch die Bogenschützen können natürlich einen großen Teil ausmachen. Wir sollen 15 Waffen liefern innerhalb von 12 Monaten. Ups, warte mal. Langsam. Dann muss ich die Waffenproduktion hochschrauben. Das geht nicht anders. Oh, die Musik ist von früher, die kenne ich noch. Ja, das ist jetzt natürlich tricky. Das heißt, ich kann jetzt noch kein Fort mit hinbauen, ansonsten würden sie die Waffen nicht so schnell produzieren. Und dann muss ich hier auch dafür sorgen, dass die noch mehr einlagern können. Oder wenigstens noch ein weiteres Lagerhaus bauen. Machen wir hier Edelsteine, machen wir langsamer. Nur 3/4 oder Hälfte, so Hälfte, Hälfte. Dann mache ich hier noch mehr Waffen mit rein. Alle bis zur Hälfte, so. Abos, andere Videos. Ihr kennt das Spiel. Darf ich jetzt gehen? Danke.